Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zeige ich euch den Inhalt von diesem Paketchen hier. Ganz viele hatten mir auf Snapchat geschrieben, ob ich nicht den Inhalt zeigen könnte, nachdem sie gesehen hatten, dass der Postbote mir dieses Paket überreicht hat. Ich hatte nämlich dann auch so ein bisschen was erzählt, meine Gedanken dazu. Und dann kamen eben, wie gesagt, ganz viele Snaps zurück, ob ich dazu nicht ein ganzes Video auf YouTube machen könnte. Mache ich natürlich wahnsinnig gerne, denn vielleicht ist eine kleine Inspiration für euch dabei. Aber worum geht's denn eigentlich? Was könnte denn darin enthalten sein? Ja, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, bald ist Valentinstag. Valentinstag steht vor der Tür, das Fest der Liebe. Und deshalb dieses Paketchen hier. Ich habe mir viele Gedanken gemacht und ich weiß natürlich sehr, sehr wohl, dass ich nicht auf den Valentinstag warten muss, um meine Liebsten zu beschenken. Das ist mir schon völlig klar und ich denke euch auch. Ich finde die kleinen Aufmerksamkeiten während des Jahres auch wahnsinnig schön, da stehe ich total drauf. Und wenn es eine Einladung ist zum Kaffee von einer Freundin oder wenn mein Mann zu mir sagt, hey, lass uns mal durch den Wald spazieren gehen mit der Bella zum Beispiel, die übrigens auch da liegt, falls ihr sie hört, während sie schläft, nicht wundern. Das sind für mich auf jeden Fall während des Jahres natürlich die Sachen, die mich total glücklich machen. Aber ich habe mir, wie gesagt, viele Gedanken gemacht zum Valentinstag, denn ich werde Menschen beschenken, die ich leider nicht jede Woche sehe und auch nicht einmal im Monat, sondern die ganz, ganz weit weg leben. Und ihr könnt es euch schon denken, wahrscheinlich alle, die mir schon länger folgen, wen ich jetzt genau meine. Und zwar meine ich zum einen meine Schwester Stefania, die im Moment in Spanien lebt. Ja, ganz schön weit weg. Sie macht eine Ausbildung zur Flugbegleiterin und hat dafür ein ganzes Jahr in London gearbeitet, hart gearbeitet, hat sich alles zusammengespart, denn das ist eine Privatschule, in die sie jetzt geht. Und im Moment leider nicht so glücklich ist. Deshalb möchte ich ihr speziell für den Valentinstag einfach ein großes Paket zurecht machen und ihr die Sachen schenken, die ich das ganze Jahr über so gekauft habe. Denn egal wo ich bin, wenn ich mal im DM bin oder keine Ahnung wo, nehme ich ihr immer was mit, was ihr so gefallen könnte bzw. würde. Und dann mache ich ihr das zurecht. Und in der Regel ist es so, dass ich ihr das dann immer übergebe, wenn wir uns sehen. Jetzt habe ich es aber leider schon 1,5 Jahre nicht gesehen, was echt lang ist. Also ich habe hier ein riesen Paket. Ich habe auch ein bisschen was an Klamotten geshoppt für sie, kann ich euch auch in meinem nächsten Fashion Haul zeigen. Da sind auch einige Sachen für mich dabei. Dazu könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Video sehen wollt. Jedenfalls kommen wir jetzt endlich mal zu diesem Paketchen hier. Genug geredet. Also, ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie gesagt, und habe der Stefania was ganz Tolles bestellt. Flaconi gibt sich immer unglaublich viel Mühe und packt alles ganz, ganz toll ein. Ich habe es jetzt schon ausgepackt, deshalb liegt es jetzt hier. Jedenfalls sichern die ihre Ware ganz, ganz toll ab. Ihr wisst, ich stehe da total drauf und achte auch auf sowas. Und so sah das Ganze jetzt aus. Ich habe hier einige Pröbchen, worüber ich mich auch gefreut habe. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Parfümbröbchen, dazu sage ich euch dann später noch was. Und dann fand ich auch sehr spannend, hatte ich ein Foundation-Bröbchen von Dr. Hauschka mit dabei, finde ich auch richtig cool, dann muss man sich nicht das große Flakon kaufen. Und dann hatte ich hier noch ganz viele Pröbchen, hier dieses noch, also richtig toll. Und was in jeder Bestellung jetzt mit dabei ist bis Valentinstag, finde ich auch ganz, ganz toll, eine super Aufmerksamkeit. Diese Herzchen hier. Und zwar steht hier drauf, you are beautiful. Und hier hinten steht dann drauf, to und from. Sodass ihr das schon beilegen könnt zu eurem Geschenk. Finde ich eine ganz, ganz tolle Idee. Und ihr wisst, wie gesagt, ich stehe auf sowas. Also, jetzt kommen wir aber, wie gesagt, zu meiner Schwester Stefania. Also, die Stefania hat wunderschöne blau-grüne Augen. Und sie betont sie natürlich, verständlicherweise, immer ganz, ganz toll. Sie schminkt sich ganz toll. Und mein Geschenk ist zum Thema Augen. Denn ihr wisst ja, Flaconi hat diese Geschenkboxen, die hatte ich euch auch schon an Weihnachten gezeigt. Ihr könnt da richtig viel Geld sparen. Anstatt, dass ihr euch die Produkte einzeln kauft, schaut lieber mal bei diesen Boxen. Wie gesagt, die gibt es in diesen Sets und da könnt ihr wirklich ganz schön viel Geld sparen. Diese Box hier hat einen Wert von 160 Euro. Gekostet hat sie, meine ich, 83, wenn mich nicht alles täuscht. Ich blende es euch am besten mal ein, damit ich euch nichts Falsches sage. Und jetzt zeige ich euch den Inhalt. Und zwar wisst ihr ja, dass ich mal das Revita Lash getestet habe, eine ganze Weile, habe das auch immer ganz sorgfältig aufgetragen, habe mich voll an die Gebrauchsanleitung gehalten und bei mir hat man gar nichts gesehen. Also das war echt ein Flop-Produkt für mich und der Stefania habe ich jetzt dieses hier mal bestellt und zwar M2 Beauté
falls ich es richtig ausspreche. Jedenfalls kostet dieses Wimpernserum allein schon 90 Euro. Also daran könnt ihr ja schon mal sehen, dass ihr eine ganze Menge Geld spart. Und die Stefania soll das jetzt mal fleißig testen und wenn es gut ist, werde ich mir das definitiv danach kaufen, denn ja, sowas finde ich eigentlich immer ganz spannend. Dann habe ich ihr eben zum Thema Augen, beziehungsweise ist eben in diesem Paketchen noch mit enthalten, diese Wimpernzange hier von Adeco. Finde ich auch richtig cool, denn wenn ihre Wimpern dann schön lang sind, kann sie sich richtig schön zurechtbiegen. Also auch ein tolles Produkt. Und worüber ich mich ganz doll freue, dass sie das jetzt haben wird, denn ich weiß ganz genau, dass sie niemals so viel Geld für eine Mascara ausgeben wird, ist diese hier eben von Lancôme Hypnose Doll Eyes, nennt die sich. Und ich habe sie vorhin schon mal ausgepackt, denn ihr wisst, ich bin ein kleines Mascara-Opfer. Ich rieche auch immer an Mascara, also total bescheuert, aber diese Mascara riecht so, so gut. Die riecht fast so gut wie die Baby Doll Mascara, also echt mega. Und das Bürstchen finde ich auch sehr, sehr spannend und zwar ist es in so einer Kegelform. Also ganz, ganz toll. Und wie gesagt, ich meine, die kostet 26 Euro. Die Stefania würde niemals so viel Geld dafür ausgeben. Was ich dann noch machen werde, ich werde in dieses Paketchen hier noch was dazu kaufen. Und zwar eine Pinzette, eben Augenbrauen. Auch passend zu den Augen und False Lashes werde ich ihr noch bestellen, denn ja, bis ihre Wimpern richtig schön lang sind, hoffentlich mit dem Serum, dauert es ja eine Zeit und dann hat sie schöne falsche Wimpern und kann sich da ganz, ganz schön dann damit schminken. Ja, so viel erstmal zu dieser Box. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es auch welche für Männer, hatte ich auch gesehen, da hatte ich auch erst überlegt, meinem Mann eine zu bestellen. Mein Mann bekommt aber was anderes, werde ich euch auch gleich zeigen. Aber so viel erstmal zu der Box für die Stefania. Dann habe ich für meine Mama, La Mama, die lebt ja in Italien, dieses Parfum hier bestellt und zwar Elisab. Das erinnert mich total an meine Freundin Steffi. Also das ist der absolute Hammer, dieses Parfum. Und ich werde es mir definitiv auch zu meinem Geburtstag wünschen. Ja, also falls mein Mann dieses Video sieht, weiß er schon mal Bescheid. Schaut euch bitte schön mal dieses Flakon hier an. Oh mein Gott, ist es nicht wunderschön. Meine Mutter geht mit Parfum immer sehr, sehr sparsam um. Also ja, sie macht da immer nur ganz bisschen drauf und dann drapiert sie sich das wieder schön an ihren Schminktisch, so als Hingucker. Also ich kenne meine Mutter und damit wird sie auf jeden Fall ihre Freude haben. Und wie gesagt, der Duft ist einfach unfassbar gut. Falls ihr euch das bestellen möchtet, riecht einfach dran und dann wisst ihr, wie meine Freundin Steffi riecht. Und ich hoffentlich auch bald. Dann habe ich hier für meinen Papa Valentino Uomo. Und ich will ehrlich mit euch sein, ich habe es mir auch wegen dem Flakon bestellt. Denn es ist der absolute Wahnsinn. Also es sieht richtig, richtig toll aus. So, so edel. Und ich weiß, dass ich damit meiner Mutter auch eine Freude machen werde. Dann kann sie sich das auch wieder schön hindrapieren. Meinem Mann werde ich das gleiche auch nochmal bestellen, weil ich auch so bin wie meine Mutter. Also ich drapiere das dann auch schön hin. Einfach fürs Auge, ne? Wenn man dann so vorbeiläuft und was Schönes sieht, einfach einen schönen Gegenstand, ne? Hat man einfach seine Freude und es riecht unheimlich gut. Und so viel zu den Proben. Mein Mann, der ist nämlich immer so, wenn wir in Frankfurt sind, auf der Zeil, dann gehe ich in den Geschäften ein bisschen flanieren und er ist dann beim Kaufhof und macht sich Parfüm drauf. Und wenn ich dann zurück bin, dann fragt er mich immer, und wie findest du das, wie findest du das? Und so ist es doch auch mal ganz gut, wenn er so kleine Pröbchen hat. Ja, dann habe ich mir noch eine Palette bestellt, eine Eyeshadow-Palette. Die nennt sich By Terry, die ist jetzt leider noch nicht angekommen. Da gab es zwei verschiedene und zwar zum einen eine in Nude, die ist leider eben ausverkauft gewesen. Ich hoffe, dass sie jetzt in den nächsten Tagen kommt. Falls sie jetzt, bis ich das Video schneide, ankommt, werde ich euch das jetzt mal abfilmen. Und zwar hatte ich die bei Sephora gesehen, als wir in Cannes waren. Da habe ich ja das erste Mal einen Sephora besucht und oh mein Gott, ich war total überwältigt, ja. Aber die Preise waren ja der absolute Wahnsinn. Meine False Lash Superstar Mascara von L'Oreal hat dort 23 Euro gekostet. Und hier kostet sie nur 11 Euro. Ja, also demnach war auch die Palette super ultra teuer und dann habe ich sie dort gelassen. Aber ich hatte mich wirklich schockverliebt und ich weiß, dass sie nicht ganz günstig ist, auch nicht bei Flaconi, aber sie ist doch was sehr, sehr Hochwertiges und ich freue mich einfach riesig. Allein schon diese Pfändchen und dieses Packaging, oh mein Gott. Und die, die eben vorrätig war, die war mir von den Farben her doch ein bisschen zu, grell, also da war so ein Lila und so ein Pinkton.
auch wunderschön, aber wie gesagt, ich habe mich dann lieber für die Nude-Variante entschieden. Falls ihr dazu einen Look sehen wollt, wie ich mich damit schminke, schreibt mir das auch sehr, sehr gerne mal unten in die Kommentare. Da würde ich mich freuen, wenn ihr mir da euer Feedback da lasst. Und das war soweit die Bestellung von Flaconi. Ihr wisst ja, dass ich wahnsinnig gerne bei Flaconi bestelle, weil da einfach wirklich alles vorhanden ist. Make-up, dann ist für Haare, verschiedene Tools habt ihr da. Ihr habt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, eben Parfums, Kerzen habe ich mir schon dort bestellt von Yankee Candle. Ihr habt ganz viele verschiedene Marken. Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Schwarzkopf, also alles Mögliche. Es gibt auch eine Naturkosmetik-Ecke, da könnt ihr auch mal schauen. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Marken und ich mag es einfach super gerne, eben dort zu bestellen. Gerade diese Boxen finde ich ganz, ganz spannend. Dann habe ich jetzt zum Beispiel gesehen, ist meine Estée Lauder Double Wear Foundation im Moment im Angebot. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele tolle Sachen bei Flaconi. Eben wie gesagt, ich kann euch mal alle Links unten in die Infobox setzen, damit ihr dann die Produkte schneller findet. Keine Sorge, ich werde nicht am Verkauf beteiligt. Ich wollte es nur noch mal dazu sagen, aber jetzt kommen wir zur Überraschung, die ich für euch habe. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, bis zum 31.03.2017 15% auf eure Bestellung zu sparen, was eine ganze Menge Geld ist. Also falls ihr noch was Schönes zum Valentinstag sucht für eure Lieben oder für euch, so wie ich es eben zum Beispiel getan habe mit der Palette, dann schaut gerne mal bei Flaconi vorbei. Und ansonsten war es jetzt soweit von meinem Video. Ich habe euch wieder ein bisschen was erzählt, auch wieder ein bisschen was Privates. Vielleicht waren eine kleine Inspiration an Produkten für euch dabei und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr mein Video mit einem Daumen nach oben bewertet, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten natürlich über Kommentare. Schaut auch gerne mal bei meinen letzten Videos vorbei. Abonnieren ist natürlich kostenlos, das wisst ihr ja. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!